Stierlieben und herzlich willkommen zum Stierliebe-Video. Dieses Video ist sowohl für den Stier-Aszendent als auch für Stier-Sternzeichen. Entschuldigung. Ja, ich lege die Karten für den Frühling, das heißt für März, April, Mai. Schauen wir mal, was euer Thema ist. Eine Karte bitte. Ui, nochmal. Oh, Herzschmerz. Schauen wir doch mal, wie es da weitergeht. Ich habe die Karten schon für euch gemischt. Nochmal kurz durch. Ich verwende hier das Lenormand Deck Licht und Schatten von der Angelina Schulze. So, die Mäuse, der Ring, das Buch, die Lilie, die Vögel, der Fuchs, die Fische, der Blumenstrauß und der Brief. An der Unterseite vom Deck haben wir den Bauch. Wow, spannend. Ja, also das Thema ist hier eine Verletzung, eine Herzverletzung, eine Gefühlsverletzung. Und mit den Vögeln sehe ich, dass es ziemlich wirbelig ist, ziemlich aufregend. Ja, du machst dir hier auch Sorgen. Es ist für dich eine sehr gefühlsintensive Sache. Und bei dir im Kopf geht es hier mit den Mäusen auch um Ängste, um Verlustängste. Es geht darum, dass du Angst hast, dass hier sich jemand nicht an seine Abmachungen hält, beziehungsweise beim einen oder anderen bekomme ich rein, dass du Angst hast, dass eine Beziehung gefährdet ist, deine Beziehung. Ja, hier der Rat der Karten, da liegt das Buch. Und mit dem Buch geht es oftmals um Geheimnisse. Darum, etwas aufzudecken. Und ich sehe auch diese Angelegenheit, die bei dir wirklich so diese tiefen Gefühle und dieses Wirbelige, was jetzt gerade los ist, diese Sorgen bei dir, der Sache sollst du nachgehen. Du sollst da etwas aufdecken. Du sollst dir quasi Informationen beschaffen. Für den einen oder anderen bekomme ich hier allerdings auch rein, dass es um euer Inneres hier geht, dass du in dich reinschauen sollst. Warum ist es denn so? Warum bin ich denn jetzt so aufgewühlt und mache mir so viel Sorgen und habe diese Ängste, dass vielleicht meine Beziehung auseinandergeht? Ich bekomme jetzt nochmal für jemand etwas rein, wo es darum geht, dass jemand anderes gebunden ist und das bei dir Ängste auslöst. Ja, wo du nicht weißt, bleibt er jetzt bei seiner Frau oder nicht. Ja. Im Verborgenen hier, das, was du noch gar nicht sehen kannst, da liegt die Lilie. Und die steht eigentlich für eine harmonische Partnerschaft. Sie steht auch für die Familie. Vielleicht geht es beim einen oder anderen von euch auch um eine Familienangelegenheit mit Liebe. Ja, ist auch möglich. Es ist ja nicht immer nur die Paarliebe, wo es zutrifft. Ja, und diese Harmonie, die ist vorhanden. Und
Du kannst es noch nicht sehen. Das kommt später, wirst du davon wissen. Ja, in der nahen Zukunft haben wir hier den Fuchs. Wer öfters meine Readings guckt, der weiß schon, das ist die Warnkarte schlechthin. Die gute Nachricht ist, der Fuchs läuft raus. Also hier ist definitiv etwas schief gelaufen. Und eben bei vielen von euch ist es tatsächlich so, dass ihr Signale irgendwie falsch gedeutet habt und euch große Sorgen gemacht habt. Bei einigen von euch sind die Sorgen auch berechtigt, aber es geht eben darum, das aufzudecken, dahinter zu gehen, sich nicht in diese Sorgen und Ängste reinfallen zu lassen. Ja, dieser Fuchs hat euch so ein bisschen die Lebensfreude genommen und er geht jetzt raus. Das heißt, diese Freude kommt wieder und es kommt eine erfreuliche Nachricht auf uns, auf euch zu und die hat mit deinen Plänen zu tun. Ja, ich bekomme auch für jemanden rein, dass es mit einer Schwangerschaft zu tun hat. Aber für die meisten geht es um die Pläne. Und jetzt schauen wir mal, was da noch drunter liegt. Wow. Und da haben wir den Mond und auch noch die Störche, die ja anzeigen, dass sich etwas verändert. Und der Mond, der steht für sehr, sehr positive Gefühle, für Erfolg in einer Sache. Also da hast du dann wirklich Grund zum Feiern. Ja, sehr, sehr spannend, tolle Sache. Ich möchte gerne noch für dich einen weiteren Rat ziehen, aber bevor ich das mache, gibt es noch einen Tipp von mir. Ich habe hier noch wirklich einen guten Tipp an dich. Wenn du auf Partnerschaftssuche bist oder einfach ein bisschen mehr über deinen Partner wissen möchtest oder vielleicht sogar auch ein bisschen mehr über dich selbst, dann schau doch mal die Videos an, wie tickt er in Liebe und Partnerschaft. Da habe ich 12 Videos gemacht, für jedes Sternzeichen eins und ich bin dabei auch speziell noch auf Frau und Mann eingegangen im Video. Und da ist nicht nur drin Information, wirklich geballte Information in puncto Liebe, wie die Sternzeichen ticken, sondern auch noch, was sie sich wünschen und was sie einfach zu bieten haben. Und natürlich auch, welche Art von Partner sie sich wünschen, aber auch ja, wie es so mit dem Sex aussieht, ist ja auch wichtig in einer Partnerschaft. Ja, und ich denke, es ist mir bei diesen Videos auch wirklich gelungen, dass ich sie informativ und durchaus auch unterhaltsam gestaltet habe. Ja, und wenn du wissen willst, wie ein bestimmtes Sternzeichen in der Liebe tickt, was es so für Vorlieben hat, dann werden dir diese Videos sicherlich gut gefallen. Ich verlinke dir jedenfalls im Videotext unter diesem Video alle 12 Videos und dann kannst du dir einfach das raussuchen, welches dich interessiert. Und wenn du absolut keine Ahnung hast, welches Sternzeichen zu dir passt, dann habe ich auch ein Video für dich und das werde ich auch unten im Videotext verlinken. Also es dürfte dir nicht langweilig werden. Da kannst du dich wirklich mal informieren, wenn du magst. Aber jetzt schauen wir weiter. Was gibt es noch für einen Rat für dich? Einen Rat bitte für meine Stiere. Was gibt es noch zu beachten? Jetzt und dann gleich zwei. Drücke deine Gefühle aus und nutze jeden Augenblick. Okay.
Also wichtig, deinem Gegenüber zu sagen, was mit dir los ist, zu zeigen, wie es dir geht. Und nutze jeden Augenblick. Sagen wir es mal so, die Karte zeigt oft auch an, dass die Zeit ein bisschen drängt, dass du das nicht auf die lange Bank schieben solltest, dass du hier wirklich forschen solltest. Wie gesagt, bei den einen geht es darum, in sich selbst zu forschen. Was ist da eigentlich los? Ich bekomme jetzt auch gerade noch mal rein, dass es eben auch ein paar Leute unter euch gibt, die sehr eifersüchtig sind und sehr misstrauisch ihrem Gegenüber. Ja. Also das Gegenüber kann natürlich der Partner sein. Für jemanden ist es was Frisches, das spüre ich. Ja, auf jeden Fall solltet ihr dranbleiben und euch um diese Sache kümmern. Ja, liebe Stiere, das Ende sieht ganz gut aus, wenn ihr hier wirklich das beherzigt und euch darum kümmert und mal nachforscht, was da wirklich los ist. Bei euch oder eben bei vielen von euch geht es um diese Situation, um euer Gegenüber, was ihr da erforschen solltet. Ja, ich hoffe, dieses Reading hat euch gefallen und ihr seid gut vorbereitet auf das, was auf euch zukommt. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis bald.